Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Test hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute wieder ein Nahrungsergänzungsmittel an. Mir geht es immer noch nicht gut, dieser Virus oder Parasit oder was auch immer. Ich bin nächste Woche in der Tropenklinik, da wird es hoffentlich alles abgeklärt und dann hoffentlich schnell eine Lösung gefunden, dass ich wieder ganz viele Videos für euch machen kann und auch ein bisschen fitter wirke, weil ja, die ganze Zeit Kopfschmerzen zu haben und leicht erhöhte Temperaturen. Ich sag's euch, es ist wirklich nicht schön. Naja, aber genau für solche Sachen schauen wir uns heute von Purazell, natürlich der Marke meines Vertrauens, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Das ist nicht bezahlt, keine Werbung, nur ich habe schon mir viele Marken angeschaut und ich kenne halt noch keine bessere. Wenn ihr eine bessere kennt, stellt sie mir gerne vor. Ansonsten Purazell heute mit dem liposomalen Coenzym Q10 und Quercetin. Jetzt werdet ihr euch denken, hä? Das hat er doch schon vorgestellt, ja, aber heute ist pure liposomale Coenzym Q10 und Quercetin. Letztendlich genau das gleiche, nur ohne irgendwie jetzt nochmal natürliche Aromen oder Süßungsmittel, also Xylit hinzugefügt, sondern wirklich ganz rein. Kann ich einfach noch ein bisschen besser empfehlen, ist einfach noch ein bisschen besser für den Körper. Was ist Coenzym Q10? Ist ein Enzym, was eine wichtige Rolle bei den Zellen spielt. Und Quercetin, kennen wir schon, ist ein sehr starkes und gutes Antioxidant, was zum Beispiel auch in roten Zwiebeln enthalten ist. Und hier haben wir eine gute Mischung zusammen. Wirkt auch gut zusammen, könnt ihr euch auf PubMed ein paar Studien zu anschauen. So, aber heute jetzt erstmal genau zu dem Produkt. Wir haben 250 ml drin, vertrieben natürlich von der Purazell GmbH im Kapellenweg 64 in 46514 Schermbeck. Schöne Grüße natürlich an alle aus Schermbeck. Und dann hätte ich gesagt, hergestellt in Deutschland natürlich, ohne Gentechnik, ohne Farbstoffe, glutenfrei, laktosefrei, wie wir es von Purazell kennen. Hätte ich gesagt, Leute, kommen wir direkt zu den Inhaltsstoffen pro 8 Milliliter, also eine Portion. Da gibt es dann immer so Messbecher dazu, wenn ihr das bestellt. Keine Werbung, ich kriege kein Geld dafür, nur wenn ihr. Also zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen ist eh, finde ich, erst nötig, wenn ihr wirklich einen Bluttest macht und seht, okay, ich habe da einen Mangel zum Beispiel, ihr könnt Coenzym Q10 testen im Blut, Quercetin jetzt glaube ich nicht, aber Coenzym Q10 auf jeden Fall und ihr habt da einen Mangel im Blut, würde ich das nehmen. Oder euch geht es wie in meinem Fall einfach richtig schlecht, wochenlang, ihr kriegt keine gescheite Diagnose und dann einfach, um den Körper irgendwie zu unterstützen. Ja, deshalb das Ding. So, Inhaltsstoffe pro 8 Milliliter. Wir haben einmal Phospholipide mit 1040 Milligramm, Quercetin mit 150 Milligramm. Sehr geil, 150 Milligramm Quercetin direkt drin. Da müsst ihr schon gut was an roten Zwiebeln essen, um das zu kriegen. Sanddornextrakt 40 Milligramm. Coenzyme Q10 Ubiquinon. Das ist der Wirkstoff, woraus dann, glaube ich, der Körper das entweder macht oder das ist halt eine Form von Coenzym Q10 mit 90,4 Milligramm. Sehr geil. Apfelsäure 8,0 Milligramm. Und Resveratrol ist auch nochmal ein Antioxidant. Sehr wichtig, was auch für die Zellen ist, mit 2,4 Milligramm. Ja, wann empfehle ich das auch noch? Ja, bei anderen Krankheiten wie Krebserkrankungen oder sowas oder halt noch anderen Sachen, die die Zellen betreffen. Ansonsten informiert euch da, schaut auf PubMed euch genaue Studien an oder direkt bei Purazell, die haben da auch ganz gute Beschreibungen. So, wir haben eine flüssige Nahrungsergänzung. Ist wie so flüssig, liposomal, das heißt die Liposomen von den Phospholipiden aus der Sonnenblume, genau. Die kommen schneller ins Blut, das heißt, die werden direkt im Magen aufgenommen und werden direkt mit den Lipiden, also halt in der Theorie natürlich, dahin gebracht, wo sie gebraucht werden. Alles Weitere wird einfach ausgespült und die Niere wird auch nicht so sehr belastet wie bei Nahrungsergänzungsmitteln, die zum Beispiel in Kapselform eingenommen werden, weil da erst das über die Niere gefiltert werden muss. So, bitte verbessert mich, ne, wenn ich falsch liege, so habe ich es jetzt aufgefasst. So, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben hier super geil Wasser, Phospholipide aus Sonnenblumen, Quercetin, Sanddornextrakt, Coenzyme Q10, Ubiquinon, Apfelsäure und Resveratrol. Keine natürlichen Aromen, obwohl bei Purazell wirklich sehr natürlich und direkt von daher, wo es auch kommen soll, nicht so wie bei vielen anderen Produkten und auch keine Süßungsmittel. Sehr geil. Leute, das ist das Ding. Gesundheitsnote gibt es von mir. Ja, also ich sag's mal so, wie soll man sagen, für jemanden, dem es nicht gut geht oder der einen Mangel an Coenzym Q10 hat, eh eine 1+. Und auch generell kriegt es von mir einfach eine 1+. Weil auch liposomal, es ist halt echt nicht schädigend für die Niere. Es ist generell nicht schlecht. Und hier haben wir nochmal keine Süßungsmittel oder sonst was drin. Deshalb doch, kriegt von mir eine 1+. Es sind zwei geile Inhaltsstoffe in guter Qualität. Sowas muss ich gut bewerten. In Kapselform oder so kann es eine 1, 1 minus, 2 plus, 2 kriegen. Plus, bei Purazell ist alles laborgeprüft. Auch Schwermetalle und sonst was. Wenn ich dann Nahrungsergänzungsmittel teste, wo keine Laborergebnisse dabei sind,
kann das Ganze schon wieder anders ausschauen. So Leute, wir nehmen unseren Messbecher, der zwar sauber ist, aber ja, noch so ein paar Rückstände hat von meiner D3-Supplementierung und schütten mal 8 Milliliter davon rein. Bei mir kann es auch gerne ein bisschen mehr sein. Ja, hier 9, 9 Milliliter, aber werde ich noch überleben. Jetzt wollte ich es mit der Wasserkapsel zumachen, das geht natürlich nicht, empfehle ich auch keinem zu Hause. Und dann nehmen wir unser Röhnsprudel Naturell Wasser, hauen uns das natürlich auch noch rein. Oh. Verschütten erstmal ein bisschen, aber halb so wild und. Ah, geil. Schmeckt auch nicht schlecht. Ich finde es, also wenn ihr jetzt nicht sagt, oh, ihr könnt das gar nicht ertragen, ohne irgendwie halt Aromen oder so zusätzlich noch, ist es fast auch unnötig. Aber wie gesagt, das ist eher alles relativ gesundes Zeug, was da drin ist. Deshalb oh, ganz in Ordnung. Ganz wichtig, immer noch ein bisschen was nachtrinken. Und schon wird von den Schleimhäuten und den Darmschleimhäuten gleich aufgenommen. Saugeil. Leute, Geschmacksnote. Ja, unnötig zu vergeben, aber was gibt man? Kann man echt, also meiner Meinung nach, ohne Probleme trinken. Deshalb gibt es von mir eine, ja, ist jetzt nicht super, deshalb 2 plus, mach mal. Schmeckt aber auch wirklich nicht schlecht, brennt nicht oder sonst irgendwas. Coenzym Q10 plus Quercetin, geiles Ding. Für euch rote Zwiebeln oder so reinhaut, die natürlich auch noch andere gute Wirkstoffe haben, aber rein konzentriert, die 2 Sachen habt ihr hier. Plus Resveratrol, auch nochmal ganz wichtig, dass es besser in die Zellen gelangt. So Leute, das war's mit dem puren liposomalen Coenzym Q10 plus Quercetin von PuraCell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich werde nicht bezahlt, ich kriege keine Werbung. Ich habe einfach jetzt seit längerer Zeit schon eine Krankheit mit mir. Oder halt, was ist eine Krankheit? Ist es irgendwas in meinem Körper oder arbeitet oder keine Ahnung. Und ich kann es mir nicht erklären, was. Hat alles angefangen mit einem Insektenstich in der Nacht. Und seitdem ich aufgewacht bin, seit vor 11 Wochen und 3 Tagen. Ja, wenn man so krank ist, dann merkt man sich das. Geht es mir ja nicht so gut. Aber ansonsten, Leute, immer schnell happy bleiben. Niemals aufgeben, natürlich. Niemals aufgeben, egal wie es euch geht. Und wir sehen uns dann morgen wieder, vielleicht schon bei einem weiteren PuraCell-Produkt. Ich teste mich da gerade ein bisschen durch, aber ich muss echt sagen, ich bin da ganz überzeugt von. Mir geht es zwar dadurch nicht wirklich besser, jetzt denken sich viele, ja, soll sein Geld dafür ausgeben, aber mir geht es auch nicht großartig schlechter. Also es gibt zwar ein paar Tage, wo es dann ein bisschen schlechter ist, aber insgesamt glaube ich schon, dass mich das körperlich unterstützt. Klar, wenn ich jetzt einen riesen hohen Coenzym Q10-Spiegel habe, ist es natürlich nicht so gut, aber die Flasche ist eh bald leer und nächste Woche bin ich in der Tropenklinik und dann werden wir schon mal mehr wissen. Leute, immer schnell happy bleiben, niemals aufgeben und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao!